So, einen wundervollen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder bei der neuen Folge mit dabei seid. Ja, ihr mögt euch vielleicht, also aufmerksame Leute werden sich mit Sicherheit gerade wundern, warum es schon 8.20 Uhr ist. Und zwar, es regnet. Nein, kleinen Moment, ich mach mal kurz Pause hier. Und zwar, ich wollte eigentlich so ein bisschen, ich sag jetzt mal Level, ein bisschen was vorbereiten. Eigentlich für die nächsten Sachen. Nun, dann bin ich aus dem Haus gegangen und es hat sich leider was gespawnt, was ich leider nicht rekonstruieren kann. Also man kann es nicht nochmal triggern, das finde ich ein bisschen schade, weil das Spiel tatsächlich, was auf der einen Seite gut ist, für mich jetzt gerade die Situation ein bisschen doof, das speichert halt einfach da, wo du halt aussteigst. Ich habe danach das Spiel direkt beendet, habe gedacht, okay, dann mache ich das in der Aufnahme dann wieder. Ja, aber damit ihr Bescheid wisst. Und zwar bin ich aus dem Haus gegangen und, lass mich überlegen, es waren Thomas und Marty, genau. Thomas und Marty standen bei uns vor der Tür und würden sich eigentlich gerne bei uns auf dem Hof oder hinterm Hof mal umschauen, weil sie in den letzten Nächten immer so ein beunruhigendes Heulen gehört haben. Ich meine, wir können uns alle vorstellen, wer das sein könnte, oder? Oder wo das herkommt. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war eigentlich im Großen und Ganzen alles. Und wir machen uns natürlich jetzt auch ein bisschen Sorgen, dass da irgendwas entdeckt wird, was die beiden nicht sehen sollen. Gut. Ja, wir gucken mal, wie das weitergeht. Oh Gott, ich habe nur gedacht, ach scheiße. Ja, auf jeden Fall, wir gucken mal schnell hier rein. Das hier ist das, glaube ich, ne? Genau, Schweigen ist Gold, fragt Wesley nach dem geheimnisvollen Heulen. Ich bin wirklich echt gespannt, was dahinter steckt. Und, genau, wir müssen zum Hexenzirkel heute gehen, für Francis' Initiation. Und wir gucken jetzt gleich nochmal, wenn ich mich nicht richtig irre, Parker hat uns nämlich auch kontaktiert, aber das war so schnell weg, leider. Ich glaube, wir kriegen oder haben die Möglichkeit, unser Gewächshaus zu verbessern. Also das heißt, wir gehen auf jeden Fall gleich mal zu Parker und gucken, was wir dafür brauchen und können das dann vorbereiten. Wir müssen zu Wesley und wir gehen heute Abend zu Francis' Initiation. Und wir können die Butter noch abgeben an Sophia. Da seht ihr, wir haben ein bisschen was zu tun. Ah, Gott. Ich habe immer so ein Glück, dann will man was vorbereiten und dann spawnt einfach wieder so eine Sequenz. Und Mist. Naja, egal. Nächstes Mal nehme ich einfach alles auf. Und dann schneide ich euch das rein. Punkt. Okay. Wir haben 9 Uhr. Wir sehen uns hier erstmal ein bisschen um noch. Sammeln was, wenn wir was finden. So wie das da zum Beispiel. Oder das da. Oder das da. Oder das da. nee. Nee, nee, nee. Lieber die Muschel. Wir gehen nicht angeln. Dafür haben wir unseren Probello-Bot. Der kann angeln. Okay, wir haben Mittwoch. Wir gucken mal, ob so viel. Die Blumen nehmen wir mit. Die sind nämlich immer saisonal hier. Zack. Wir gehen mal zu Sophia und bringen die Butter weg. Dann schauen wir mal weiter. Nix, doch, auch eine Muschel. Kleiner Krabby. Tap, tap, tap. Oh, und eine Kokosnuss. Hallo. Schön, wenn sowas an den Angelstellen muss. Hallo. Können wir das hier schon machen? Geht das? Oder können wir nur mit dem quatschen? Ja, wir können nur mit dem quatschen. Ich hoffe, niemand kommt peeking through your windows at night, beautiful. Entschuldigung, was? Ich hoffe, niemand späht nachts durch deine Fenster, meine Schöne. Warum sollte das jemand tun? I also hope that very much. Das hoffe ich auch, sehr sogar. It's just that I told everyone I'm staying with you. Now that the ferry's broken down. Wie jetzt? Ich habe ja allen erzählt, dass ich bei dir wohne, seit die Fähre kaputt ist. How else could I explain why I'm still here? Wie sollte ich sonst erklären, wieso ich noch hier bin? Du hättest mich vorwarnen können. Naja, okay, gut. Wenn das so ist, ich hab nichts dagegen. So ist es nicht. Sophia. Ich hab da was für dich. Hi, da winkt sie uns schon zu. Guck mal hier. Butteralarm. Ohne große Menge an Butter kann ich meinen wunderbaren Pastetenteig nicht machen. Mein guter Ruf steht auf dem Spiel. Bitteschön. Oh, du hast meine Anfrage gesehen. Danke. Immer gern. Immer gern. Für dich doch immer. Was haben wir noch zu tun? Das und das.
Aber wie triggern wir das? Müssen wir das in Ravenwood Hollow machen zu einer bestimmten Zeit vielleicht? Weil jetzt gerade hatten wir ja nicht die Option. Ah, Fragen über Fragen. Hat Violet auf? Violet! Können wir Kleider verkaufen? Sag mal. Mehr. Was? Haben wir uns das schon angeguckt? Haben wir? Wait. Das haben wir gar nicht. Oh. Ach ja, wir haben ja auch Schmuck gemacht, ne? Für den... Schick. Schick? Ja, wieso nicht? Kurz verwirrt. Aber das sind die Sachen, die wir im Inventar haben. Ich glaube, das hier würde ich verkaufen. Damit wir... Oh, das war viel. Damit wir auch ein paar neue Sachen auch freischalten können wieder, ne? Und ich würde, glaube ich, das grüne Kleid verkaufen. Drei neue Designs. Nice. Und vielleicht das hier. Oh, das hat jetzt gar nichts gebracht? What? Ah, okay. Kurze Latzhose. Blütenpink. Vanille Chai Leggings. Jacke, kokette Kiefer? Okay. Moosmarmor, Tageskleid, Butterblümchen und Latzhose Denim Dorado. Ja, nice. Hier können wir wieder ein paar Klamotten machen. So, haben wir noch was an der Anschlagstafel? Ja, komm. Weil du es bist, Amira. Oh, ja, fällt mir gerade ein. Francis, sag mal. Ich hätte gerne. Ich denke, die reichen erstmal. Man kann auch mehr bei ihm freischalten, ne? Wir verkaufen mal den Goldring. Das bringt aber nicht viel. Schitty Schmitty. Gibt's auch noch Armbänder und Ohrringe. Oh, stimmt. Ich meine, gelesen zu haben, dass es Piercings gibt seit dem Update. Ach, schön. Wir müssen Schmuck machen. Oh, nice. Was gibt's denn? Was hat der? Was hat der denn alles? Verrückter Mundo. Okay, wir müssen ein bisschen Schmuck herstellen. Ist irgendwas, ich wollte gerade sagen, was Billiges, was man bei der kaufen kann? Vielleicht können wir ihm auch einfach Barren verkaufen, ne? Bringt das was? Oi. Oi. Ja, okay. Vielleicht auch die Perlen oder so. Mal schauen. Okay. Wir schauen mal bei Amira vorbei. Gucken, ob die in der Praxis ist. Hello! Ich habe ja was für dich, Amira. Ich möchte für meine Patienten iodhaltige Nahrungsergänzungsmittel herstellen. Dafür brauche ich Seetang vom Strand. Bitte schön. Danke dir. Davon hatte ich nicht mehr viel. Okay. Stay warm, Tara. The less frostbite I have to deal with this winter, the better. Versuch warm zu bleiben, Tara. Je weniger Frostbeulen ich diesen Winter sehe, desto besser. Sollte ich mir einen Schal anziehen? Ich weiß nicht. So, was machen wir jetzt? Ja, wir brauchen ja nicht nach Ravenwood Hollow, wenn er hier rumsitzt, ne? Bringt ja nichts. Vielleicht müssen wir auch abends einfach bei uns da oben rumrennen.
Schön gemütlich, ne? Okay. Wir haben 2 Uhr. Oh, wir gucken mal wegen Klamotten. Ich wäre doch mal was. Kann ich da Barren herstellen? Haben wir nicht noch jede Menge Mist? Aber man konnte ihm nur Silber verkaufen, ne? Die bringen gar nichts, oder? Ach, egal. Ah, das Gold behalte ich noch. Das Gold hätte ich halt gerne für Goldessenz zu machen. Und das ein bisschen was? Hallo. Ja, die anderen bringen nichts. Nur Silber und Gold. Okay. Kann ich jetzt? Dankeschön. Natürlich praktisch. Wir können jetzt Edelsteine bei ihm kaufen. Das ist nice. Das ist sehr nice. Dann können wir nämlich nicht nur Schmuck machen, sondern hätten auch zur Not Nachschub für unsere Propellobots. Weil wenn wir jetzt Perlen kaufen können und Perlenstaub herstellen können und... Ah, Gespiel. Das ist ja sehr nice. Dann haben wir ja gar keine Probleme mehr. Dann könnten wir eigentlich auch unseren Holzpropellobot und unseren Fischerpropellobot losschicken. Weil alles, was wir viel zu viel haben, können wir alles verkaufen. Boah, ich glaube, das mache ich. Irgendwas fertig? Nee, ne? Das ist ja super nice. Oh, Füttri. Hast du noch genug Futter? Ja. Okay, das packen wir mal ein. Mal auf. Was ist das? Wie lange geht der? 10 Tage. Ja, bei dir lohnt sich das. Du bist einer unserer wichtigsten Propellobots. Du versorgst unsere Tiere. Okay. Dann schauen wir mal, was hier Sache ist. Achso, ich hatte Leder gemacht. Genau. Ja. Schmeißen wir direkt noch mehr an. Was haben wir denn noch nicht hergestellt? Kimchi ist noch in Bearbeitung. Das hier. Ach, warte, ich wollte... Was wollte ich nochmal machen? Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Dann machen wir oben weiter. Ach ja, wir haben keinen Stoff, ne? Das war das Problem. Wir brauchen auf jeden Fall schwarzes Leder, weißer Stoff, schwarzer Stoff. Wir können auf jeden Fall dann schon mal... Lass mich durch hier! schwarzes Leder machen. Hier. Wunderprächtig. Ja, wir machen einmal Stoff. Warte mal. Wir haben schon ewig nichts mehr von unseren Seidenraupen gekriegt, ne? Weil wir die nicht gefüttert haben, wir Helden. Ich, ja. Entschuldigung, mein Fehler. Okay, mal schnell in die Gala. Ah, hier ist Goldessenz fertig. Das ist fertig. Was schmeißen wir noch an? Wir haben keinen Fisch mehr, dann holen wir gleich auf jeden Fall einen. Und Kupferessenz schmeißen wir auch mal an. Dann machen wir Perlenstaub. So. Brauchen wir dafür nochmal? Dafür brauchten wir das. Okay. Vergiss mal nicht, das waren Blumen, die wir anpflanzen mussten, ne? Oh, sorry, wenn meine Stimme zwischendurch mal so ein bisschen versagt und ich mich räuspern muss. Ich war in letzter Zeit ein wenig erkältet. Ich hoffe, man hört es nicht zu krass und es nervt nicht zu viel. Ja. Nicht schön. Gut. Kitty Cat! Sagen wir auch noch Hallo. Habe ich mich auch noch nicht getan. Oh, look at the head scratches. Ja, look at the head scratches. Sweet.
Okay, wir haben eine Grille bekommen. Haben wir noch Edelsteine im Inventar? Auf jeden Fall haben wir jede Menge Essen dabei. Wir werden nicht verhungern. Okay. Warte, da sind gar keine. Da sind die woanders. Ah, hier. Mal, ist Zephyr da? Arbeitest du heute? Was haben wir? Mittwoch bis Sonntag. Mittwoch bis Sonntag. Shit, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Wie viel Uhr? Oh. Na gut, dann machen wir das morgen. Dann machen wir nämlich noch ein paar Energiesteine. Für unsere Propellobots. Und dann auf jeden Fall den Fisch-Propellobot, wo ich den, glaube ich, auch nochmal losschicken. Dann lasst uns doch mal, hey Giver, zur Dämmerung gehen, die Blumen gießen, einen Fisch fangen und mal gucken, ob die Initiation, ach shit, ich wollte zu Parker, stimmt, sorry. Ja, machen wir dann auch morgen. Ob die Initiation jetzt schon spawnt oder ob das dann gleich passiert, wenn die anderen kommen. War noch keiner hier, ne? Okay. Dann gehen wir jetzt erst Blumen gießen und einen Fisch angeln. Und dann warten wir auf die anderen. Dann hat Francis seine Initiation. Ich freue mich. So. Hallo, Blümche. Sollten wir bei Perry auch mal, glaube ich, bald ein neues kaufen, ne? Ja, viele haben wir nicht mehr. Aber es würden noch ein paar Tage reichen. Wir können ja nicht so viele anpflanzen. Hello. Einmal Water. Nochmal Wasser. Dann gehen wir noch den Fisch fangen auf der zweiten Ebene. Haben wir hier? Ja, super. Wollkraut ist auch wieder da. Ja, das lässt sich leider nicht vermeiden. Okay. Oje, na komm schon. Ich habe auch immer ein bisschen Zeit. Und ein Kompifisch. Gut, dann kommen wir zurück. Um 6.30 Uhr dauert nicht lang, bis die anderen dann jetzt kommen. Und dann startet hoffentlich die Initiation. Oh, da ist er schon. Hallihallo, immer pünktlich und früh. Sitzt dann immer schon hier. Dann brauchen wir immer ein bisschen. Ich habe meinen Zauberstab und die Zauberformel Adeptin. Then you are ready to be initiated. You will need a sponsor. Usually it is someone in the initiate's family, but dann bist du bereit für die Initiation. Du wirst einen Befürworter brauchen. Für gewöhnlich ist es jemand aus der Familie des Eingeweihten, aber Tara, will you sponsor me? Tara, wirst du meine Befürworterin sein? Of course, Francis. Ah, nichts lieber als das. Selbstverständlich, Francis, es wäre mir eine Ehre. Thanks. Danke. Initiate Francis, take your place in the wheel. Eingeweihter Francis, nimm deinen Platz im Kreis ein. Novice, take your place beside him. Novizin, nimm deinen Platz neben ihm ein. Initiate, you seek new knowledge, but with it comes a sacred duty. Who brings forth this initiate to join our coven? Eingeweihter, du strebst nach neuem Wissen, aber es kommt mit einer heiligen Pflicht. Wer hat diesen Eingeweihten in unseren Hexenzirkel geführt? I do. Ich? As the great wheel turns, so must we take our part.
here where our ancestors stood before us, and where others will follow when we are gone. Während sich das große Rad dreht, müssen wir unsere Schuldigkeit tun. Hier, wo unsere Vorfahren bereits vor uns standen und andere folgen werden. Enter our circle, for this is the hour. A Fairhaven witch comes into his power. Tritt in unseren Kreis, denn dein Feuer ist entfacht. Ein Hexer aus Fairhaven erlangt seine Macht. Boah, wird eines dieser Dinger wieder entkommen? Nein, aber wir müssen weiter unsere Opfergaben darbringen, um die Quelle im Gleichgewicht zu halten. Willkommen, Eingeweihter. We now have enough in our number to turn the season, but we still need to collect an Adder Stone from the Gloaming. Wir sind nun zahlreich genug, um die Jahreszeit zu wechseln, aber wir müssen noch in der Dämmerung einen Hexenstein sammeln. Yes, I know what those look like. Let me help. I am the resident rock and gem expert around here after all. Ja, ich weiß, wie sie aussehen. Lasst mich helfen. Ich bin schließlich der Stein- und Juwelenexperte in dieser Gegend. Very well. The novice will accompany you. Gern. Die Novizin wird dich begleiten. Tara, you should prepare and head to the gloaming when you're ready. Tara, du solltest dich vorbereiten und dich zur Dämmerung aufmachen, wenn du bereit bist. Was? Wahrsagetränke, ach stimmt. Begib dich in die Dämmerung, finde einen Hexenstein. Wow. Das machen wir nicht heute. Nicht heute. Ich will noch ein paar Sachen erledigen vorher. Boah. Cool. Sehr, sehr cool. Jetzt ist Francis einer von uns. Nice. Ich würde mich tatsächlich gerade gerne einmal zu Hause umsehen. Gegebenenfalls nach Ravenwood Hollow schwimmen. Ich gerne wissen will, was hinter dieser Quest steckt. Ja, Erde ist fertig. Verstehe schon. Hier ist nichts, ne? Lass uns mal nach Ravenwood Hollow schwimmen. Kann nicht mit ihm reden. Züglich. Dessen. Ja, keine Ahnung. Das ist auch heute erst gespawnt. Vielleicht müssen wir bis morgen warten oder so. Wir gucken einfach mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach pennen. Und gucken morgen mal weiter. Should I go to bed? Ja, ich schlafe. Hey. Nichts passiert. Honig. Honig! Nice! Hey. Okay. Was für dich? Süßkartoffeln sind fertig und Fenchel. Und ich habe ein Gewächs aus Tomaten gesehen. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch Tee. Haben wir noch Fenchelsamen? Okay, ich versuche dran zu denken, Fenchelsamen zu kaufen, damit wir noch Fenchel anbauen können für das Pulver. Wer weiß, wann wir das brauchen. Es ist ja irgendwann mal jetzt gesagt worden, dass wir das gebrauchen könnten. Auch für die Dämmerung, glaube ich, war es doch, ne? Warte, was? Baumwolle. Baumwolle brauchen wir.
Gut, der Rest braucht noch. Wir haben 8.40 Uhr. Lass uns mal rüber zu Parker laufen. Ah, nicht heute. Ein wunderschön. And who is this stranger who is gracing me with her presence? Is this my wife? Und wer ist diese Fremde, die mich mit ihrer Gegenwart beehrt? Ist das etwa meine Frau? Cut it out, Parker. Lass es, Parker. Come on, Lena, I'm just teasing. You work too hard. The shop, the kids, visiting your dad in Milkwater. Ach, Lena, ich zieh dich doch nur auf. Du arbeitest zu hart. Der Laden, die Kinder, die Besuche bei deinem Vater in Milkwater. At least you should take time to hang out with your friends. Du solltest wenigstens Zeit haben, dich mit Freunden zu treffen. Like this lovely lady. Am I right, Tara? Wie diese reizende Dame hier. Stimmt's doch, oder, Tara? Okay, du verstehst es nicht, Parker. Es geht darum, die Balance zu finden. Lena sollte sich mehr Zeit für sich nehmen. Lena sollte sich mehr Zeit für sich nehmen. I think Parker's right. You should take more time to yourself, Lena. Ich finde, Parker hat recht. Du solltest dir mehr Zeit für dich nehmen, Lena. I would if I could, but then who would run the store or make the kids lunch or you two just don't get it. Würde ich ja, wenn ich könnte. Aber wer würde dann den Laden führen oder den Kindern Essen machen oder... Ihr versteht das nicht. You know, I wish I had more time to spend with my friends. Really, I do, Parker. Ich würde ja gerne mehr Zeit mit Freunden verbringen, Parker. But then, I really don't have that many close friends anymore. I haven't done the best job keeping up with people. Aber so viele gute Freunde habe ich gar nicht mehr. Ich habe die meisten aus den Augen verloren. I am glad you moved back, Tara. It's been so... nice rekindling our old friendship. Ich bin froh, dass du wieder da bist, Tara. Es ist schön, unsere Freundschaft wiederzubeleben. Ja. Ja. Alter, what? Wir können auch den Werkzeugschuppen jetzt reparieren, größer machen. Vielleicht bleibe ich dann nicht mehr überall hängen. Ich will beides! Gib mir das. Oh, Glas. Glas. Wir müssen Glas machen. Und wir brauchen noch 10 Eisenbarren. Warte mal, 200 und 120 Holz. Das Holz haben wir, das Geld haben wir. Ach, hier brauchen wir auch Eisenbarren. Wir haben jetzt 40. Wir brauchen Glas und Eisenbarren. Dann auf zur Arbeit. Mega. Ich hatte sehr gehofft, dass man den Werkzeugschuppen noch vergrößern kann. Hüpf. Huch. Oh, unser Kimchi ist fertig. Nice. Okay, Glas. Können wir auf jeden Fall jede Menge herstellen. Aber das wird ein bisschen dauern. Kerze ist fertig. Das Leder ist fertig. Das Leder ist fertig. So, wir wollten das hier machen. Das heißt, wir brauchen noch weißen und schwarzen Stoff. Ich weiß nicht, ob wir noch Stoff haben. Wir gucken jetzt einfach mal. Ja, einen haben wir noch. Okay. Mehr können wir nicht herstellen. Wir haben keine Baumwolle mehr. Wir haben keine Wolle. Wir haben keine Alpaka-Wolle. Ja, nice. Das dauert dann einfach ein bisschen, aber ist ja nicht schlimm. Ich glaube, wir könnten noch mal ein paar Edelsteine kaufen. Und vielleicht hier auch ein bisschen noch zu machen, was zu machen. Und das dann einfach an Parker zu verkaufen. Okay, Natalia hat zu heute. Dann lasst uns mal schnell rüber zu Ravenwood Hollow. Maybe. Ach, Lena ist hier. Hey, Lena!
Wir können den neuen Zauberstab schon machen. Das hat aber jetzt keiner gesagt, oder? Ah, vielleicht spawnt das, wenn wir in die Dämmerung gehen. Der mächtigste Zauberstab, der den Hexen bekannt ist, Siffer kann ihn herstellen, wenn du die nötigen Materialien mitbringst. Nun, wo wir schon mal hier sind. Okay, 14 Tage hält die. Ja, komm. Komm mal raus. So. Das ist sehr cool. Boah, dann gehen wir nachher sowas von in die Dämmerung. Wesley, some of my neighbors have been complaining of howling lately. Everything okay? Wesley, ein paar meiner Nachbarn haben sich in letzter Zeit über Heulen beschwert. Ist alles in Ordnung? Oh, I'm so sorry, Tara. Now that it's winter, nights have gotten longer. And I'm running out of my stock of potion. Ah, es tut mir so leid, Tara. Jetzt im Winter sind die Nächte länger geworden und mir gehen meine Tränke aus. What's in it? Maybe I could brew you up a batch. Woraus bestehen sie? Vielleicht könnte ich eine Portion davon für dich brauen. I don't know. I got it from a witch I met before I moved to Ravenwood Hollow. Ich weiß es nicht. Ich habe sie von einer Hexe, die ich getroffen hatte, bevor ich nach Ravenwood Hollow zog. I think I might know the recipe, but it will require Wolfsbane from the Gloaming. Möglicherweise kenne ich das Rezept, aber dafür brauchen wir Eisenhut aus der Dämmerung. One no howling potion coming right up. Schweigetrank. Okay. Okay. Ein Anti-Geheultrank kommt sofort. So, do you think this will really work? Du glaubst also, dass es wirklich funktioniert? Look, even in magic, some things have, what do you humans call it, a placebo effect? Okay. Sieh mal, selbst in der Magie haben manche Dinge einen, wie nennt ihr Menschen das noch gleich? Placebo-Effekt? But if it works, it works. Aber Hauptsache, es funktioniert. And it would be nice to have more peace and quiet around here. Und es wäre schön, hier für mehr Ruhe zu sorgen. Ja, ich. Also, Schweigetrank wäre manchmal ganz schön praktisch. Okay, also, wir müssen in die Dämmerung. Moment, eigentlich noch was? Ach ja, genau, wir müssen ja sowieso das Juwel holen, wir müssen Blumen gießen und so. Dann machen wir das doch jetzt. Dann tun wir das jetzt. Aber gehen wir zuerst auf Ebene 1, wenn wir können, die Blumen gießen. Und dann gehen wir auf Ebene 2. Da ging es ja auf jeden Fall, wo wir angeln können, hinten noch weiter. Aber unser Zauberstab war nicht gut genug dafür. Wir brauchten einen besseren, den wir jetzt haben. Okay, warte, ist das... Nee, das ist Ebene 2 jetzt, oder? Hä? Doch. Wait. Ja. Gut. Dann haben wir nämlich den Scheiß hier schon mal erledigt, bevor ich das nämlich wieder vergesse, wenn wir gleich Videosequenzen und so ein Kram haben. Kümmern wir uns erstmal um die Blümchen. Ach, shit. Ich wollte doch Samen bei Perry kaufen. Egal. Ja, können wir mal anders machen. So. Dann füllen wir direkt mal die Gießkanne wieder auf. Kann ja auf jeden Fall nicht schaden. So. Und jetzt ab in Ebene 2. And you're sure this is safe? What are you going to tell Angus if I get zapped into the center of the earth or something? Und das ist wirklich ungefährlich? Was wirst du Angus erzählen, wenn ich in den Mittelpunkt der Erde geschossen werde oder so? Nothing, because that won't happen. Nichts, weil es nicht passieren wird. Versprochen. I was freaked out using the standing stones at first. Ich war auch verängstigt, als ich zum ersten Mal die Menhire benutzt habe. Jetzt ist es normal für mich. I'm used to it. Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt. If you say so. Ja, wenn du es sagst. This is amazing.
Ay, Dios mio, das ist ja fantastisch. In high school we read this Shakespeare play about fairies. I loved that play. I used to imagine the world where the fairies lived. In der Schule lasen wir dieses Stück von Shakespeare über die Feen. Ich liebte dieses Stück. Ich stellte mir immer vor, wie diese Welt aussehen würde, in der die Feen leben. They don't live near here, but you're not far off. Sie leben nicht hier, aber du bist nah dran. Fairies live nearby? Feen leben in der Nähe? Whoops. Someone should have told you about that. Na, upsi. Irgendjemand hätte dir davon erzählen sollen. And I thought I had to deal with too many surprises at once. Und ich dachte, ich müsste mit zu vielen Überraschungen auf einmal klarkommen. I know it's a lot to take in, but we have to find the Adderstone. Ich weiß, das muss man erst einmal alles verdauen, aber wir müssen den Hexenstein finden. Give me a second to compartmentalize and I'm right behind you. Oh, puh, warte. Ich muss das kurz irgendwie einordnen. Alles klar, ich folge dir. Begib dich in die Dämmerung und finde einen Hexenstein. Wir sind das erste Mal ohne Violet in der Dämmerung. Verrückt. Oh, kein Wollkraut. Hä? Oh, Wollkraut. Na gut, unsichtbares Wollkraut. Okay, wir haben noch genug Magie. Ich wollte gerade sagen, shit, wir hätten vorher wahrscheinlich die Quelle füttern sollen, aber wir sind noch recht voll, Gott sei Dank. Okay, lass mich mal kurz gucken. Ging das hier unten auch noch weiter? Es ging hier unten auch noch weiter. Shitty, Schmitty. Dann lass uns erstmal hier gucken. Shit. Das nimmt aber verdammt viel Magie. Oh oh. Was war das? Ich glaube, die Dämmerung hat auf meinen Zauber reagiert. Das sollte kein Problem sein. Ich frage mich nur, wie oft die Dämmerung damit klarkommt, wenn einer von uns sowas macht. Oh oh. Da sind noch mehr Fische. Nice. Das heißt, wir können jetzt mehr angeln. Okay. Wollen wir uns die Erinnerung angucken? Ja? Ist das? Yes. Ist das? Ja, ich will. Patsch. Shelby is the most talented Farseer I've ever known. But he isn't the only one on this island. Shelby ist der talentierteste Wahrsager, den ich kenne. Aber er besitzt nicht als einziger diese Gabe. Mama had the sight. And she dreamed that Shelby would come to us one day. Mama hat auch diese Gabe der Vorsehung. Sie hat geträumt, dass Shelby eines Tages zu uns kommen würde. My abuela could see the future? Meine Abuela konnte die Zukunft sehen? That gift skipped me. But maybe we'll come to Violet or Bastian in time. Ich habe diese Gabe nicht, aber vielleicht werden Violet oder Bastian sie eines Tages erlernen. Yeah, that hasn't happened. Ja, das ist nicht passiert. Aber wissen wir, ob Bastian die wirklich hat oder nicht? Vielleicht sagt er es auch einfach nicht. Maybe. Who knows? Ja, wo wir schon mal hier sind, nehmen wir die Fische direkt mit, ne? Kann man nämlich neue Tränke herstellen. Kann man hier nur einmal angeln? Oh, hä? Ich habe gedacht, wir gehen jetzt unten weiter. Lina hat gesagt, dass der Hexenstein in einem von diesen hier steckt, aber in welchem? Mein Fachgebiet, lass mich mal sehen. Ich glaube, der hier ist der richtige. How can you tell? They all look the same. Woher weißt du das? Die sehen doch alle gleich aus. There's a legend about Adderstones. They're usually made of a glassy kind of flint. Es gibt eine Legende über Hexensteine. Normalerweise werden sie aus einer glatten Art von Feuerstein gemacht. Have you worked with them or something?
Hast du mit ihnen gearbeitet oder so? No, but the strangest people come through jewelry repair shops in the city. And you remember all the odd things they say. Nein, aber in den Schmuckwerkstätten der Stadt trifft man die skurrilsten Leute und die seltsamsten Dinge, die sie sagen, vergisst man nicht. Anyway, I could be wrong, but that rock has more specks of flint in it than the other. Ich könnte auch falsch liegen, aber in diesem Stein befinden sich mehr Merkmale eines Feuersteins als in den anderen. Let's check it out. Werfen wir mal einen Blick drauf. Aber ich will den zweiten Fisch hier noch mitnehmen, bitte. Dankeschön. Prioritäten, ne? Gotcha. Dann haben wir den auch. Okay. Dann. Hack, hack, hack. Und der letzte Portalstein für die dritte Ebene. Nice. I'm certain that's an Adderstone, but what about the other thing? Das ist ein Hexenstein, ganz sicher, aber was ist mit dem anderen Ding? It's a keystone. I don't know how it got here, but we can use it to travel to other parts of the gloaming. Das da? Das ist ein Scheitelstein. Ich weiß nicht, wie er hergekommen ist, aber damit können wir in andere Bereiche der Dämmerung reisen. Wait until I get this under my loop. Den muss ich mal unter die Lupe nehmen. I wish you could, but we'll have to turn it over to Lena straight away. Ja, ich wünschte, das könntest du, aber wir müssen ihr sofort Lena geben. She's the only one who handles the keystones. Nur sie ist für die Scheitelsteine verantwortlich. That's a shame, but if you say so. Ach, wie schade, aber wenn du das sagst... Let's get out of here. As miraculous as it is, my brain is overwhelmed. Lass uns abhauen. Bei all diesen Übernatürlichen kommt mein Gehirn nicht mehr mit. Oh, aber ich wollte noch hinten... Ja, okay. Hinten, unten weiter gucken, ob da noch was ist. Aber wahrscheinlich war da gar nichts mehr, ne? Ja, wir haben noch früh. Wir können das gar nicht weitermachen. Nein! Nicht schlimm. Bleibt jetzt da hinten stehen? Ah, wisst ihr was? Findest du in der Dämmerung, okay, aber wo? Ich wollte eigentlich nach Hause fliegen, nach Ravenwood Hollow gehen und ein paar Energiesteine machen. Ach nee, das haben wir ja schon. Blödsinn. Egal. Lass uns einfach nochmal umsehen, ob wir das hier irgendwo finden. Aber ich kann mir gut vorstellen, wir werden Magie auffüllen sollen. Aber das können wir hier. Genau, hier können wir Magie auffüllen. Ich würde fast vermuten, dass wir das erst in dem dritten, in der dritten Ebene finden. Okay, Limetten haben wir. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo was ist. Lass uns vielleicht doch mal auf der zweiten Ebene bei dem ersten Fischteich unten gucken, ob es da wie weitergeht. Ich meine, hier vergeht ja eh keine Zeit, deswegen haben wir Time on Mass. Und, ja, heute Abend müssen wir dann auf jeden Fall zum Zirkel, bis die da sind. Gut. An den müssen wir nur abgeben, ne? Ja. Wieder einer. Oh, a recipe! Na gut. Oh, quick! Quick ist der Fisch. Gotcha! That doesn't look like a fish. Käsesoufflé. Nice. So. Weil wir waren so lange nicht mehr hier unten. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwie noch weitergeht.
dass wir ja nochmal geguckt haben. Das Zeug, was wir brauchen. Ja dann, ab nach Hause, Tränke brauen. Zack, zack. Und dann gucken wir nachher, was der Zirkel sagt. Ich bin mega, mega gespannt auf die dritte Ebene jetzt gleich. Also, ich hoffe, dass wir nachher da hinkommen. Und wie letztendlich auch die Geschichte mit Violets Mutter ausgeht. Und ob wir sie wiederfinden. Ich würde schon fast vermuten, ja. Und nein, ich habe mich nicht gespoilert, was das angeht. Ach komm, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. Ich sollte mehr den Besen benutzen, wir haben genug Tränke. Kannst gießen gehen. Wir machen Tränke. Der hier. Müssen wir mehrere davon machen? Ja, mal zwei anschmeißen, ne? Kann ja nicht schaden. Können wir noch Glaskugeltränke machen? Ein. Nice. Zack. Dann mache ich nochmal Kupferessenz. So. Achso, wie lange braucht denn dieser Trank? Nein. Nein, nein, nein. Ach cool, Fenchelpulver könnten wir herstellen, aber was brauchen wir? Was brauchen wir hierfür nochmal? So, vergiss mal nicht. Im Herbst und im Winter im Wald wächst. Shit. Wir müssen mehr Blumen sammeln. Wir waren auch schon lange nicht mehr hier oben im Wald. Eine Pistazie. Ach, guck mal. Die wachsen hier im Winter. Aber die Blaubeeren beim Leuchtturm nicht. Hier war noch was zum Ausgraben. Dann lass doch mal eben schnell hier eine Runde drehen. Gucken, ob wir hier was sammeln können. Und dann können wir ja rüber zum Zirkel. Nice, Geld. Noch ein Zapfen, ne? Ja. Okay. Wir haben ja eh, glaube ich, so bis 7 Zeit. Bis sie dann alle da sind. Wir haben auch gar nicht mehr mit Giver gesprochen, ne? Nachdem Sifir ihre Drohne da sabotiert hat. Gucken, ob die was dazu sagt. Das sollten wir vielleicht auch mal machen. Der Onsen. Jo. Das war's anscheinend. Dann fliegen wir doch mal rüber. Cool. Das war eine. Ach, wusste ich gar nicht. Habe ich gar nicht drauf geachtet, dass das so eine Sammelpflanze ist. Dann sollten wir uns vielleicht das ein oder andere Mal, damit wir es einfach machen können, das Schnellbraupulver, zwischendurch mal hier umsehen und das einfach einsammeln. Okay. Gerade irgendwas als Quest haben. Nein, nein, nein. Okay, dann gehen wir zu Lina. We did it. We found the Adderstone and another keystone too, which Tara tells me is a big deal. Geschafft.
Wir haben den Hexenstein gefunden und einen weiteren Scheitelstein. Laut Terra ist das eine wichtige Entdeckung. Oh, thank you both from the bottom of my heart. Ach, danke ihr beiden aus tiefstem Herzen. Initiate, you did wonderfully. I'm grateful you chose to stay with us. Eingeweihter, du hast dich exzellent geschlagen. Ich bin dankbar, dass du beschlossen hast, bei uns zu bleiben. Look, I still have reservations, but this gloaming place, it's amazing. Naja, ich habe immer noch Bedenken, aber diese Dämmerung, sie ist erstaunlich. Warte mal ab, bis der auf Perry und so trifft. The Adderstone isn't all we need to turn the seasons, right? Der Hexenstein reicht nicht, um die Jahreszeiten zu wechseln, stimmt's? Because I have this sneaking suspicion that it requires more ingredients. Ich habe diesen schleichenden Verdacht, dass wir dafür noch mehr Zutaten benötigen. That's correct. Could you gather the rest of them? Das ist richtig. Könntest du die restlichen besorgen? Natürlich! Sure. Everyone else is stretched thin right now. Na klar, alle anderen sind gerade überfordert. Not as thin as before, but no, the path ahead isn't easy. Nicht so sehr wie vor kurzem, aber ja, der vor uns liegende Pfad wird nicht einfach. Now that you've found this keystone, you can enter the next section of the gloaming, which is perfect. Da du jetzt diesen Scheitelstein gefunden hast, kannst du den nächsten Bereich der Dämmerung betreten und das ist perfekt. You'll need to tap the dragon's blood tree, which can only be found in that area. Du wirst den Drachenblutbaum anzapfen müssen, der nur in diesem Bereich vorkommt. Tap the tree, place a bucket under the tap, and if you leave it for a few days, the bucket will fill with dragon's blood. Zapfe den Baum an, stelle einen Eimer darunter und in ein paar Tagen wird der Eimer sich mit Drachenblut gefüllt haben. That's metal. Wie krass. It's just tree sap, to be clear. This coven does not endorse gathering any actual blood. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Das ist nur Harz. Dieser Hexenzirkel heißt das Sammeln von echtem Blut nicht gut. The herbalist will accompany you as usual. Wie immer wird die Kräuterkundlerin dich begleiten. I'll have this done in no time. Das habe ich im Handumdrehen erledigt. Hey. Violet! I heard you and Francis got another keystone. Killer work. I'm so proud of him. Ich habe gehört, dass du und Francis einen weiteren Scheitelstein bekommen habt. Sau gut. Ich bin so stolz auf ihn. And you know me. I'm ready to go back into the gloaming whenever. Und du kennst mich ja. Ich bin allzeit bereit, zurück in die Dämmerung zu gehen. Ich wäre auf. Now. Ich bin jetzt bereit. Sweet. Cool, lass uns los. You too. Always going farther than before. Ach, ihr zwei. Wollt es immer auf die Spitze treiben. We'll be careful. Wir werden vorsichtig sein. We like invented careful. Wir haben vorsichtig praktisch erfunden. Zack. So, what are we looking for anyway? Hey, wonach suchen wir überhaupt? Dragon's blood, apparently. From the dragon's blood tree? Does that sound familiar to you? Drachenblut, so wie es aussieht. Vom Drachenblutbaum. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Oh, yeah, it does. I remember my mom telling me something about the first time she saw a dragon's blood tree in the gloaming. Wow, ja, das tut es. Ich weiß noch, wie meine Mama davon erzählt hat, wie sie erstmals einen Drachenblutbaum in der Dämmerung gesehen hat. I hope she told you positive things, because we have to tap that sucker. Hoffentlich hat sie was Gutes darüber erzählt, denn wir müssen das Teil anzapfen. Finde Drachenblutbäume in der Dämmerung und zapfe sie an, um Drachenblutharz zu erhalten. Okay. Brauchen wir denn dafür dieses Dingens hier, wo wir auch Harz mit sammeln? Okay. Gut. Das hat's uns gerade erzählt. Gut. Naja, wir können uns ja schon mal hier umgucken zumindest. Schauen, ob wir was anderes finden. Dann gehen wir gleich nach Hause und stellen diese Zapfhähne noch hin. What the fuck? This barrier is too strong for me or Violet. Diese Barriere ist zu stark für mich oder Violet. Manu! Lass mich durch, ich bin Hexe! Ist auch noch so. Ich habe keine Magie mehr. Haben wir irgendwas, was... Also, warte. Es gibt doch Tränke. So, durch Alkohol kann man das Magie wiederherstellen. Und durch Tränke. Haben wir einen? Lebender Trank? Magie-Auffülltrank. Vorbereitet. Ha! Weil alle
alles, was wir jetzt schon frei machen, ist halt einfach frei. Das ist schon mal gut. Zack. Wo gehen wir lang? Hier zuerst? Tränke hatte ich doch auch extra noch gemacht, ne? Hat sich doch gelohnt. Dass wir den ganzen Kram noch machen. Ach, guck mal, hier sind die Bäume. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ach, das sind die dann alle. Alter, wie tief geht das hier noch weiter? Ah, ich habe auf jeden Fall keine Magie mehr. Lass uns mal eben... Lass uns mal eben hier... Ach, hier geht's gar nicht weiter. Ich wollte gerade sagen, hier unten mal gucken, was es hier noch gibt. Und dann gehe ich die Zapfhähne herstellen. Yes. I knew we were gonna find another. Ja, ich wusste, dass wir noch eine finden werden. Patsch. By now, Antonio's probably noticed I'm gone. I haven't come up with a good excuse yet. Mittlerweile ist Antonio bestimmt aufgefallen, dass ich weg bin. Bis jetzt ist mir noch keine gute Ausrede eingefallen. He senses my magic, even if he doesn't understand it. He never asks too many questions. Er nimmt meine Magie wahr, auch wenn er sie nicht versteht. Er stellt nie besonders viele Fragen. But I've been stepping out late at night, a lot more lately. Aber ich bin in letzter Zeit viel öfter spät abends aus dem Haus gegangen. He knows now. That's for sure. Those messages about Mom and me in the woods, wearing our robes and masks. Er weiß es jetzt, so viel ist sicher. Diese Nachrichten über Mama und mich im Wald, wie wir unsere Roben und Masken tragen. That's how Otto won the election. Did I ever tell you that? So hat Otto die Wahl gewonnen. Habe ich dir das je erzählt? My dad had to drop out of the race after someone started blackmailing him about us being witches. Mein Papa musste sich aus dem Rennen zurückziehen, nachdem ihn irgendwer erpresst hat, weil wir Hexen sind. We still don't know who sent them. Wir wissen bis heute nicht, wer sie geschickt hat. Violet, that's so messed up. Violet, das ist so hinterhältig. Yeah. I try not to think about it. Ja, ich versuche nicht darüber nachzudenken. Okay. Hat das zufällig vielleicht eventuell was mit Raven zu tun? Maybe? Das ist ja interessant. Das ist wirklich interessant. Hier konnten wir die herstellen, ne? Ah, ich weiß nicht mehr, was wir noch brauchen, aber ist egal. Wollen wir das noch eben machen, ja, oder? Wir haben halb 10. Dadurch, dass er in der Dämmerung eh die Zeit nicht vergeht, dann füllen wir unsere Magie jetzt nochmal auf. Und gehen nochmal da runter. Und machen zumindest die Zapfhähne dran. Oh cool, das gilt noch. Ja. Sorry, ich habe vergessen, die Magie aufzufüllen. Nee. Okay. Da haben wir noch was anderes. Hier können wir auch mal raushauen. Da brauchen wir aber echt viele für, ne? Egal. So, einmal aufgefüllt. Jetzt aber schnell. Aber da hinten geht es auf jeden Fall auch noch weiter. Bin ich ja mal echt gespannt. So. Einmal. Zweimal. 8 Tage! Aber die Flasche sieht ziemlich geil aus.
Drachenblutfiole, eine Fiole mit rotem Harz, das als mächtige Zutat in magischen Herstellungsprozessen verwendet wird. Für diese Fiole kamen keine Drachen zu Schaden. Sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Dann ist ja gut, dass wir die heute noch anschmeißen. So. Nur noch, ne? Warte, ich habe doch 5 gemacht, oder? Warte mal. 1, 2, 3... Habe ich nur 4 gemacht? Wir haben auf jeden Fall noch 3 Bäume, die wir anzapfen können. Vielleicht machen wir dann einfach nochmal welche und machen die morgen einfach dran. Hier ist noch eine. Oh, hast du noch eine gefunden? Zeig mal. Bastian ist still too young to realize he has the gift. But he does. I can tell. Bastian ist noch zu jung, um zu verstehen, dass er die Gabe hat. Aber er hat sie, das spüre ich. If I don't make it back, someone has to nurture him. Or those gifts may never show themselves. Wenn ich es nicht zurückschaffe, muss jemand ihn fördern, sonst werden seine Gaben nie ganz entwickelt. He's more sensitive than he lets anyone see. Er ist sensibler, als er zugibt. Ist das denn? Hier hat doch jemand gewohnt. Oh, I was worried we found them all. Aber ich hatte schon Angst, dass wir alle gefunden haben. Damon. Damon doesn't like to show off, but he's one of the smartest kids on this island. Damon gibt nicht gerne an, aber er ist einer der klügsten Burschen hier auf der Insel. He could go away to college if he wanted. Get a degree, join some city coven. Er könnte zur Uni gehen, wenn er wollte, einen Abschluss machen, sich dem Hexenzirkel einer Stadt anschließen. But ever since his family moved here, he fit right in. Just like a puzzle piece. Snapping into place. Aber seitdem seine Familie hergezogen ist, passt er perfekt her. Wie ein Puzzlestück, das genau reinpasst. Ich will mehr wissen. Nein, hier ist Ende. Nein. Nein. Angefüttert und jetzt wieder hier. Mann, oh. Hallo. Ich will nur nochmal sicher gehen, ich kenne mehr. Gut. Das heißt, wir werden noch Zapfhähne herstellen. Und ich... Ah, da liegt auf jeden Fall auch noch eine. Oh je. Okay, ab nach Hause. Ab nach Haus. So, jetzt haben wir noch 3. Was brauchten wir hierfür noch? Weißen Stoff, den wir gerade nicht machen können. Ja, wir müssen auf Baumwolle oder halt Schafswolle warten. Schauen wir nochmal schnell hier unten. Das noch fertig und das noch fertig. Ich schmeiß nochmal 2x Kupferessenz an. Morgen fertig. Das heißt, wir können morgen auf jeden Fall Wesley besuchen gehen. Okay, ihr Lieben. Tara geht jetzt schlafen. Ich beende die Folge für heute. War eine lange Folge. Es ist super viel passiert. Das war ja jetzt richtig Story Progress. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht und wie wir dann nach hinten in der dritten Ebene in der Dämmerung noch weiterkommen. Ihr Lieben, wart schön, was... wart schön. Wart schön. War schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Habt einen wundervollen Abend und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Ciao.